Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu One Piece Chapter 1111 Reaktion. Meine Wenigkeit hat absolut keine Spoilerinos. Ich weiß gar nichts. 0,0 Nani Mo. Bakata? Ich weiß gar nichts, ja? Wir gehen rein. Es ist das letzte Chapter vor 3 Wochen Pause. Sehr crazy. Bin sehr gespannt, was jetzt kommen wird. Zorro hat am 11.11. Geburtstag. Es ist das 11.11. Chapter. Das könnte schon was werden. Aber was ist hier? Warum essen die auf der Coverpage Pommes? Zorro hält die Qualle fest, weil er die essen will. Lysop ist ja auch am Start. Kuma auf Sadness and Sorrow. Sanji ist ein bisschen am Milf Risen. Franky macht sein eigenes Ding. Die Sonnenschilde. Okay. Der Bruder greift hier an. Blick, Jimbo. Oh shit. Oh shit. Was ist das für ein unglaubliches Haki? Zorro, du bist hier fertig, komm. Jinbei, nein. Der Kerl ist unverwüstlich, Bro. Er steht immer noch, okay. Rob, Luki, Aktien sind gerade ein bisschen gestiegen. Ich gebe ihm die Props. Shish. Digga, Luki denkt auch, hier ist gar nichts passiert. Real Rap, Alter. Luki denkt einfach, hier ist gar nichts passiert. Grrr. Komm, Zorro, du hast sie besiegt. Komm jetzt mit, du Schwanz. Fischmenschen Karate. Tut mir leid, Rob, Luki. Gozen Mai Gawara Shuto. Digga, mach aber Wakanda. Oh! Oh! Schuttomatte! Oh, scheiße! Cypherpol Ages Zero, Argento, Robbe, Lucy, wo ist York? Schnell! Hä, was ist das? York ist im Kontrollraum. Digga, er weiß sofort, er versucht gar nicht. Er sagt einfach, York ist im Kontrollraum im vierten Stockwerk von Gebäude A. Sie ist gefesselt. Die beiden, die gerade von hier geflohen sind, Lorena Zorro und der dritte Ritter der Meere, Jinbei, weitere 5 Mitglieder der Strohbande und 2 Vegapunks. Sie bereiten am Hinterausgang der Laborface also ihre Flucht vor. 85 Cypherpol-Agenten und 4 Seraphinen sind im Untergeschoss des Labors. Vegapunk wird in 6 Minuten mit der Ausstrahlung fortfahren. Perfekt. Ich habe keine weiteren Fragen. Noch etwas. Müsste auch mein schwer verletzter Kamerad sein. Oh. Bro, Luki, er tankt weg. Er macht weiter, er kümmert sich um seine Kameraden. Geiler Typ. Bitte rette ihn. Schwierig. Bei dem Versuch, einen Insekt zu retten, passiert es vielleicht, dass man ihn stattdessen zerquetscht. Ey, das kann echt ein Ding werden, ne? Also, ich will das mal kurz ausgesprochen haben. Dass die 5 Weisen böse sind, weil sie böse sind, okay? Das muss nicht scheiße sein, weil man kann das mit ihm immer hindeichsen, dass der Plot geil ist. Aber es könnte ein großer Bruch in One Piece sein, wenn die echt so scheiße sind. Aber die können auch nicht so deep sein, wenn dafür Eames mal ein bisschen mehr Layers hat, dann ist es okay. Aber Stand jetzt muss man sagen, das kann, hypothetisch, das kann eine Bruchlandung werden. Kann, muss nicht, kann. 2 Jahre ist es her, oder? Riesen, Onkel, Strohhut. Wer hat nicht was sich erkannt in dieser Gestalt? Ga-ba-ba-ba. Woher weißt du, wie die Gottheit aus den Legenden von Elban aussieht. Hä? Na, dein Kostüm. Wir freuen uns darüber. Ga, ba, ba, ba. Shi, shi, shi. Ich verstehe es nicht so ganz. Achso, das ist Ruffy. Shi, shi, shi. Ich verstehe es nicht so ganz, aber wir können uns später unterhalten. Riesen. Das ist eine ungünstige Konstellation. Oh, die wissen mehr. Sieh dir die Riesenverbrecher an. Digga, die gucken. Digga, die sehen einfach aus wie 0815 Antagonisten. What the hell? Wie die Bestien im Wald von Elban. Schottomate Kudasai. Wie die Bestien im Wald von Elban? Wir wollen aber nicht kämpfen, Onkel. Wir müssen fliehen. Okay, das ist ja interessant. Wir haben die Zeitung gelesen und sind hergekommen, um euch zur Flucht zu verhelfen. Okay. Ruffy ist hier. Sanji, Vegapunk sind da. Bonnie ist hier. Die sind fast am Schiff. Das Schiff der Elban-Leute. Okay. Ihr seid nämlich von der Marine umzingelt. Und so, Wasser haben den Strohhut offenbar gefunden. Zurück zum Schiff, die Flucht beginnt. Wir müssen sie nur holen und rausbringen. Es lohnt nicht, Marineschiffe anzugreifen, die haben sowieso keine Schätze an Bord. Ganz genau, gahaha. Verdammt, ist das Signal zur Flucht? Das ist schlecht. Am besten schicke ich auch einen Warnton raus. Er bedeutet nicht fliehen. Okay, mit Blitzen. Was ist das denn, Digga? Er wird einfach ausgezogen, Alter, nein. Okay, die Insel wackelt schon wieder. Alles in Ordnung, Strohhut? Reicht das? Du hast vielleicht einen lustigen Körper bekommen. Gier, gier, gier. Hat er seine Augennarbe in der Hand? Digga, er hat sein... Ach so. Ist das... Ey, geil. Das ist so behämmert. Ich freue mich schon wieder auf die ganzen Leute diese Woche. One Piece hat an Ernsthaftigkeit verloren. Es ist lächerlich. Ja. Digga, this is what I want to eat, man.
Shit, Alter. Das ist geil. Außer seine Hose. Ja, weil sonst wäre es nicht jugendfrei. Mann, ey, Eiichiro Oda hat einfach den krassesten Manga of all time geschrieben gefühlt, der läuft. Und er, Digga, er macht sich einfach jede fucking Woche einen Spaß draus und schreibt, was er will. Das ist insane. Guys, das ist insane. Das müsst ihr mal checken. Das ist der größte Manga, der gerade läuft. Und er macht jede Woche, was er will. Das ist unglaublich. Wie krass ist das? Er pullt einfach solche Moves. Hau, Schokogebrüll. Wer ist dieser Kerl? Ein arrogantes hohes Tier der Weltregierung. Boogie, ja. Zwar denn die Sonnenschilde. Digga, die fucking Boogie und Woogie sind viel zu stark, ne? Es ist geisteskrank. Okay, ihr Schicksalsgenossen. Wisst ihr, wer dieser Mann ist? Ja, natürlich. Gababa. Ga. Atashi no Nakama des. Solange ihr ihn noch sehen könnt, muss ich ihn zerquetschen. Und ihn aus der Geschichte der Welt tilgen. Das ist garantiert Gift, berührt es nicht. Er kaut den Baum ab, als wäre es ein verfickter Maiskolben. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, Digga. Oh, der scheißt auf uns alle. Bro, er scheißt auf uns alle. Es ist ihm total egal. Nein, er macht den scheiß Baseballschläger. Löst, ob es Lügen werden wahr. Oh Mann, ey. Okay, er schießt los. Hahaha, ihr habt ihr euer tödliches Gift zurück. Sie sind explodiert. Durch das Feuer wird der Wald bald versperrt sein. Okay, los. Die sind weggeflogen. Ga-ba-ba-ba. Schnell, schnell. Die Kerle sind nämlich unsterblich. Oh Gott. Ich sehe York, ich sehe Kizaru und ich sehe einen fucking Giant. Ist der Giant am Lau? Der läuft. Der ist an. Was soll das heißen? Unsterblich. Keine Ahnung, aber egal, was man macht, sie regenerieren sich jedes Mal. Ich habe noch nie so eine Teufelskraft oder Rasse gehört. Der Klügere gibt nach. Ga-ba-ba. Beeilt euch, Jimmy und Zorro. Ja, wir sind gleich da. Wir sind schneller, wenn wir laufen. Seht mal, vor dem Schiff. Oh, du willst dieses Schiff nicht betreten, Jeremy Bonnie. Welchen Raum sieht man auf dem Monitor? Gua, ein Monster. Es redet, bist du, verschwinde. Kizaru, bitte zeigen Sie mir Ihre Verletzung. Ich kümmere mich drum. Verletzt bin ich in der Tat. Tief verletzt. Oh, Emotions, Digga. Bitte lass mich einfach ausruhen. Oh, melde Gehorsam. Oh, süßer Kizaru. Auf der Insel ist etwas vorgefallen, das doch weit größer ist als die Riesen. Hier, Eckert, nordwestliches Ufer. Die Flammen interessieren ihn gar nicht. Inmitten der Flammen steht ein gigantisches Lebewesen und es scheint irgendwas zu murmeln. Omenasai, Joy Boy. Oh ja, Mann, hier sind aber sowas von hier. Scheiße nochmal. Digga, das war ja. So krass, ne? Das war crazy. Es ist so geil. Der Roboter ist jetzt aktiv endlich. Aber warum hat er sie aktiviert? Wegen Ruffy SG5 oder was? Ja, es gab ja keinen Trigger so richtig. Ja, guck mal, es war so, er hat sich das erste Mal gebrodelt, hatte Ruffy auch in dieser riesen Gear-5-Form, war gegen Kizaru. So, und dann war Ruffy wieder normal und dann war er wieder nicht erweckt und dann jetzt ist er wieder erweckt. So, und jetzt endgültig. Also, keine Ahnung. Er läuft halt mit dieser Energiequelle. Mit dieser Energiequelle, die Vegapunk all die Jahre versucht hat zu erfinden. Mit Spaß. Was wollte denn der Reaction haben? Ja, genau das, ey. Ey, Digga, ja. Voll krass, ey. Boah, Digga, aber 3 Wochen auf einen Robo-Dings ist auch heftig, Alter. Ich freue mich schon. In 3 Wochen fangen wir an. Weißblende, Textbox im verlorenen Jahrhundert. Dann raste ich komplett aus. Ey, das wäre so, das wäre 3 Wochen wert, aber ich glaub's nicht. Also, die Weltregierung selber weiß nichts davon, dass der auch da ist, ne? Also, die Gorosei wissen, glaube ich, gar nicht, dass der antike Roboter da so jetzt ist. Und wenn der da jetzt erweckt rumläuft, wäre das, glaube ich, richtig krass für die auch. Digga, für die geht ja alles nach hinten los, ne? Ruffy ist da mit dem Riesen an Start, so. Die denken sich auch so, fuck, Digga, was auf einmal passiert? Ja, ja, wirklich. Das ist wirklich ein wahrlicher Incident. Ja, aber erstmal, Bro, wie lustig waren die G5-Passagen diese Woche? Ey, richtig geil, unfassbar wirklich. Lustig. Er malt das Haki einfach. Es ist einfach der Mangaka des größten Manga-Akteurs und ihm ist alles scheißegal. Ihm ist es einfach scheißegal, er macht es einfach. Das Panel ist wirklich geil, wo ihm alles wegfliegt, so, selbst die Narbe. Es ist so viel weird gerade. Die 5 Weisen, die sind stärkemäßig total komisch. Die kann man schwer einschätzen, wirklich, weil... Bis jetzt alles so mäßig, weiß ich nicht. Alles verläuft so. Jeder Angriff von denen ist so quatschig, weißt du? Wegen Gear 5 einfach. Ja, aber auch Boogie und Woogie. Ja, das, ey. Die Debatte hatte ich heute auch schon in meinem Stream. Boogie und Woogie haben ihn auf Fresse gegeben. Ja, erstmal
den Königshaki-Schrei mit deren Schilden ohne Haki einfach so gehalten und standgehalten, weißt du? Und andere, auf der anderen Seite der Insel sind Leute umgekippt wegen dem Schrei. Und die waren so knapp davor und haben einfach, keine Ahnung, bis jetzt haben die ja noch nicht einmal Haki benutzt. Nicht mal, wo sie den Wurm, Jupiter, letztes Chapter noch geschnitten haben. Ja, das Ding ist, die haben ja nicht gegen die Strohbande gekämpft, also die können ja stärketechnisch schon krasser sein, aber wie war das nochmal? Aber die haben halt gegen Mr. Free verkackt, ne? Die können, ja, aber so ein bisschen, die wurden überlistet, so, weißt du? Ja, aber Digga, das kannst du ja nicht sagen, fucking Galdino, Alter. Hallo, disrespecte ihn nicht. Ja, disrespecte ihn nicht. Bro, ohne ihn wäre ich noch am Leben bestimmt. Ja, same. Das wäre irgendwie besser geendet dann. Ey, ich weiß echt nicht. Kein Plan. Also das eins, guck mal, viele haben heute auch geschrieben so in meinem Chat so, ja Mann, die haben 100 Jahre auf Augenhöhe auch gekämpft. So, das ist das krasseste Training in der One Piece Welt. So, die sind überkrass gewesen, auch damals schon. Die wurden einfach nur überlistet, so. Weißt du, und wir hatten einfach nie die Chance mal, deren wahre Stärke zu sehen. Die haben ja diesen riesen Inselfresser-Fisch ja noch vernichtet, als die Ströte bei den Laden weggehen. Ja, aber der war so groß, im Manga war der übergroß. Aber ein fucking Fischmonster im East Blue, also wie bedrohlich kann das sein? Ja, East Blue, egal, das war groß. Das war, als würden sie so Nisha, ja. Die Nisha einfach zerlöchern. Digga, Mr. Free Wax hat auch gegen Sengokus Punch stand gehalten. Digga, ja, OPC, du musst in der Pause ein Mr. Free Video machen, der Bruder ist krass. Galdino-Scaling hier, aber ey, das stimmt eigentlich. Galdino-Scaling, Alter. Ey, das ist wirklich ein Faktor, den ich nie berechnet habe, ey. Ich schwör's, eigentlich ist das so ein goldenes Short auch, Alter. Wie ja, stark ist Galdino? Galdino ist einfach der stärkste Mann. Hast du mehr Respekt vor dem Schwein jetzt oder nee, eher nicht? Vor dem Schwein? Ja. Nee. Digga, der hat einen nicht überzogenen Schlag von zwei Schilden, also nicht Haki überzogenen Schlag von zwei Schilden. Fliegt er weg. Ja. Ich meine, du kannst schon im Plot spielen, ja, die können, also wie Blackbeard-mäßig, die stecken halt viel ein und so, aber... Ja, Punching-Bags einfach. Finde ich auch nicht so geil. Ja, ich check das auch so ein bisschen. So ein bisschen, bei Saturn war es ja schon so ein bisschen so jetzt, ne, aber das... Allgemein finde ich das Spiel... Dass Jupiter, der andere Gorosei, auch schon zerteilt wurde, weißt du, und das Schwein jetzt so, von Nicht-Haki-Nutzern einfach. Ich finde auch Dings, Digga, dieses, auch charakterlich, ne, also das, der Typ so, bei dem Versuch, ein Insekt zu retten, passiert es leicht, dass man stattdessen zerquetscht. Also wegen, ja. Das ist so übertrieben, wir sind böse, weil der Plot braucht es gerade, dass wir böse sind. Ja, so, aber für die sind wirklich alle Menschen Insekten, ja, wirklich. Aber ich sag alle, ehrlich, ich sag ehrlich, schlecht exekutiert kann das echt ein Schandflex für One Piece werden, ne? Ja, ich habe auch, die Debatte hatte ich heute auch. Die dürfen nicht einfach nur so sein, weil sie so sind. Die brauchen ein Motiv. Ich sag sogar, bevor du weiter ausholst, ich sage sogar, die dürfen so sein, das kann funktionieren, aber Imsama braucht dann den Layer. Also entweder Imsama und die nicht, also Imsama krass und die nicht, oder beide so ein bisschen. Also es geht, es kann passieren, dass das so ist und das in Ordnung ist, aber wenn Imsama Plot Letdown ist und die so sind, boah, das ist schon hart, Alter. Also, die brauchen für mich auch einen Grund so, nicht nur der Grund, an der Macht zu sein. Die brauchen einen Grund irgendwie, warum sie diesen Planeten brauchen oder warum sie diesen ganzen Plan all die Jahre machen oder so. Für mich würde nicht reichen, wenn am Ende es heißt, ja, wir wollen einfach nur an der Macht sein und deswegen vertuschen wir alles so. Boah, ich glaube, Gier ist da schon das Ding, ne? Ich glaube, entweder, das sind Menschen, die damals gelebt haben, das ewige Leben durch Imsama bekommen haben, das, was wir letzte Woche gesprochen hatten, was ist denn, wenn man die fünf Weisen nicht besiegen kann, aber die down gehen, wenn Imsama stirbt, weißt du? Dass man quasi im letzten Kampf so mäßig in Schach halten muss, bis die anderen Imsama besiegen. Also ich fände es schon okay, oder ich sehe eine Möglichkeit, dass die einfach einen Deal gemacht haben, dass sie weiter leben können, ne? Und dann down gehen, wenn Imsama stirbt, oder dass man halt sagt, dass sie wirklich dass sie Außerirdische sind. Dass sie Außerirdische sind, kann ich mir auch vorstellen. Dass sie auch diese Kreaturen selber sind, ist ja auch so ein Ding, weil sie wurden ja vorgestellt und Oda hatte ja nicht da die Teufelsfrucht hingeschrieben, weißt du? Er führt doch sonst immer Charaktere ein, indem er die Frucht schreibt, und er hatte da wirklich die Kreaturen hingeschrieben. Ja. Das finde ich auch so krass. Das fand ich auch interessant. Also die Boogie oder Woogie, ich weiß nicht, wer es war, die haben gesagt, sieh dir die Riesenviecher an, wie die Bestien im Wald von Elban. Guck mal, das ist dialogmäßig voll interessant, weil das ist ein Satz, der total unnötig ist als Mangaka, selbst wenn es auf der Insel von Boogie und Woogie solche Tiere gibt. Also es ist selten, dass sie das sagen. Das heißt, der Autor will irgendwie, dass wir das noticen, denke ich mal. So. Ja, ja. Und es werden ja auch zwei gezeigt, dass es nicht nur ein Tier ist, dass das halt ein Zufall sein kann, sondern dass wirklich gesagt wird, ich denke mal, jedes Tier von den fünf Weisen wird es auf dieser Elbern-Insel geben. Dann ist die Frage für uns Zuschauer oder Leser, warum?
Keine Ahnung, ich habe mir sowas gesagt, ey, wie, das ist krass. Was, wenn das Elban so teilweise vom verlorenen Jahrhundert oder dieser Zivilisation abstammt und die deswegen noch Tiere haben von damals und die Früchte von, oder die Kräfte von den fünf Weisen von damals von den Tieren inspiriert waren oder die Vorlage waren, die ey, Tiere oder so, irgendwie sowas. Das, sowas in der Art kann ich mir vorstellen, allgemein dieses verlorene Jahrhundert und die Riesen, das ist alles connected, der große Struut allgemein, dass auch dieser antike Riese auch ein Riese ist mit Elbernhörnern so auf dem Kopf, weißt du, diese Wikingerhörner. Und so, ich, und allgemein, Ruffy wird auch zum Riesen, so, ich glaube auch, der Sonnengott Nika war damals ein Riese, weiß ich nicht, ey, die Riesen ziehen sich echt die ganze Zeit durch, durch diese Sonnengott Nika-Thematik, ne? Also, dass da alles größer ist, glaube ich, also, ist klar so, aber, ey, wenn da noch solche Kreaturen leben würden oder so, keine Ahnung. Joyboy gleich Oz, 1 Aktien mal wieder im Steigen, das ist auch so eine interessante Verknüpfung, ne? Du hast die Riesen, du hast diese Joyboy-Thematik und du hast Oz Junior, der damals von Ace diesen Strohhut schon gebastelt bekommen hat. Das ist auch wieder insane, Alter, wenn das verknüpft ist. Die Zorro-Aktien sind untergegangen, Digga, diese Woche. Ja, aber ey, meine Venus-Aktien sind heiß. Die laufen, glaube ich, nächstes Chapter richtig auf. Venus-Aktien. Ey, überleg mal, genau da diese gestrichelte Punktlinie gerade bei dieser Chibi-Zeichnung. Genau diese Line von der Küste läuft gerade dieser geisteskranke Glatzkopf. Ja, wirklich, da an der Küste. Dieser geisteskranke Glatzkopf, Alter. Der läuft gerade an der Küste genau diese gleiche Linie von der Richtung so und dürfte jetzt auch bald beim Elbern-Schiff ankommen. Und das wird richtig interessant, weil Zorro und Jinbei wahrscheinlich auch da sind und dann gibt's Kitetsu Clash. Pass auf, Zorro bleibt zurück. Ja, geht ohne mich. Genau, so Justin, ne? Justin will genau so einen Plot. Geht ohne mich. Dragon-Aktien schwitzt, Alter. Lass mich in Ruhe mit der Dragon-Aktie. Die verschwitzen sich. Digga, auch Kizaru auch interessant, ne? Der ist ja wirklich sad. Also der hat ja im Kopf, dass wegen ihm Vegapunk stirbt oder tot ist. Tot ist, ja. Digga, das getan. Ja, toll. Und jetzt heute im Nachhinein. Toll, was für ein Weichheit. Ey, wenn ich den Kizaru gegen... Alter, der Hagel gerade, hilft mir. Wenn ich einen Kizaru gegen Dings bekomme... Gegen Glatzkopf-Opi würde ich auch feiern. Ja, nee, Kizaru. Das wird die Headline sein auf dem Kakuzumi-Channel, Digga. Jede Woche, Kizaru, Kizaru hier. Geil. Kizaru versus Taschentuch, glaube ich, ist nur noch hier jetzt gerade. Hallo. Digga, Comebacks, er hat nicht viel eingesteckt. Nein, der wird doch jetzt da bleiben. Oder meinst du, er wird sich nochmal zusammenraffen so, okay, ich muss den wenigstens noch jetzt hier einmal die Flucht ermöglichen und muss nochmal mich hier oder sowas und jetzt alles aufs Spiel setzen. Ja, aber überleg mal. Wofür jetzt? Er hat schon das Aber das wäre doch der... Guck mal, Egghead ist doch die Parallele zu Sabaody. Wäre das nicht perfekt? Ja, okay, auf dieser... Das wäre schon geil. Das Kind ist schon im Brunnen. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Vegapunk ist schon umgebracht worden wegen ihm. Digga, was will er jetzt machen? Toll. Vegapunk atmet das durch, Mann. Chill mal, der atmet das durch. Das ist wie... Warte mal, stopp. Das müssen wir jetzt mal klären. Du glaubst, der alte Vegapunk, der wird noch weiterhin irgendwo irgendwie wieder... zu erleben, oder was? Das Ding ist, guck mal, das ist immer die klassische Frage bei Battle Shonen. Wenn du einen Charakter umbringst, wenn du ihn wirklich umbringst, dann bringst du ihn immer im Impact-Moment um. Wenn du einen Charakter nicht umbringen willst, dann lässt du deine Leser im Glauben, dass er tot ist, aber dann überlebt er später. Weil rein schreiberisch ist der ganze Impact doch raus, wenn er dann nach dem Tod, wenn er tot geglaubt ist, dann doch nochmal stirbt, so. Meinst du nicht? Würdest du es jetzt schreiben, dass Vegapunk so, aber es kann sein, ja. Ja, also ich finde die Nachricht wird jetzt auch gerade ein bisschen gestreckt, ne? Ja, logisch. Was den Impact von seinem Tod dann wieder ein bisschen kaputt machen würde, so, aber... Ja, Impact ist wieder, da habt ihr recht, Chat. Man könnte, das war ein geiler Einfall. Man könnte es natürlich so lösen, dass es losgeht. Guck mal, das Video geht los, wir erfahren so ein paar Sachen, ne? Und dann, wo die Bangers kommen, stirbt er und dann ist finito. Aber das ist doch gar nicht so. Das Video ging noch los. Wie war das? Das Video ging noch los, wenn Vegapunk stirbt? Ein paar Minuten noch. Oder was war nochmal die Bedingung? Es war ein kleiner Raum zu sehen und da war ein EKG-Bildschirm zu sehen, wo sein Herzschlag war. Und der ist halt dann gestoppt auf einmal, wo er nochmal, wurde ja einmal durchstochen von Saturns Spinnbein und dann noch einmal durchschossen von Kizaru letztendlich. Dann hat er gelächelt in Sanjis Arm. Und dann hat man diesen EKG-Bildschirm gesehen, der auf einmal nur noch so einen Strich gezeigt hat. Und dann ging die Nachricht los. Und das ist eine wahrscheinlich vorher aufgenommene Videonachricht, weil Morgans hat das auch erkannt, so, das ist ein anderes Datum irgendwie drauf. Aber weiß ich nicht. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so einfach ist. Wir sehen ja hier ist das ein Sanji oder eine Vegapunk-Sprechblase? Ich bin über den Vegapunk-Status aktuell mies verwirrt. Hat er denn nochmal irgendwie eine Sprechblase gehabt oder war er die ganze Zeit jetzt still? Vegapunk ist gestorben. Das ist so weird, Digga, mit dem Dings. Aber ja, kann sein, dass es dann finito ist. Ich hab nur... Digga, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir die ganze Nachricht hören werden, weißt du? So vom Prinzip her. Ja, ich glaube, wir erfahren major Sachen, vielleicht auch den Namen des verlorenen Königreichs und so, aber ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass eine Sache so abgekattet wird und das dann doch irgendwie das unterbrochen wird. Das denke ich auch.
Aber irgendwie auch nicht. Also es wird, der größte Teil wird gesendet. Ich glaube auch, guck mal, glaubst du, Vegapunk, das Genie der allergrößten Weltregierung, Digga, macht da ein kleines Gerät irgendwo in so einem Raum, was das sendet? Er weiß doch, dass sie da dann alles kaputt und kurz und klein hauen und dass dann die Nachricht nicht gesendet wird. Meinst du, er ist so naiv und... Eigentlich nicht. Und der hat doch safe das irgendwie ich überleg, aber von woanders aus. Ich überlege wegen dem ganzen Plots. Er muss doch safe über das verlorene Jahrhundert sprechen. Es gibt sogar gar keine andere Möglichkeit, oder? Das ja, da, ja, das ist klar. Das ist safe, ne? Ich überlege mir mal so auch wieder hier Thema schreiberisch. Ich meine, wir reden nie über dieses Thema, weil nach 1111 Chapter können wir nicht drüber reden. Es ist einfach, wir kommen nicht drauf, nämlich, was ist das One Piece, ne? Aber die Sache ist, ich denke, das One Piece werden natürlich mehrere Sachen sein, aber ich glaube wirklich, dass beim Reveal vom One Piece ist es super wichtig, dass wir dort Infos bekommen über die Vergangenheit. Und wenn wir das jetzt schon vorwegnehmen, was soll denn das One Piece, was soll denn der Moment sein? So, deswegen denke ich, die Nachricht wird 100% abgebrochen werden. Ja, aber er hat gesagt, diese Nachricht wird euch schockieren. Und der Egghead Island-Vorfall soll ach auch so schockieren. Ja, ja. Ich hänge mich wieder an den Begrifflichkeiten auf. Ja. Und ich glaube eher, wenn sie auf Laugh-Tale sind und das One Piece finden, kommt eher diese Joy-Boy-Komponente, die Geschichte von Joy-Boy dazu. Ich glaube, dass Vegapunk nur sagt, es gab eine Zivilisation, die war krasser entwickelt und fortschrittlicher als wir heute. Die wurde ausgelöscht von der jetzigen Weltregierung und seitdem versucht die Weltregierung alles zu vertuschen und bla bla bla. Also und quasi jetzt so Mini-Reveal, was war ja, und wie es gestürzt worden ist, also auch Joy-Boy und dann One-Piece-Reveal, wer Joy-Boy als Mensch war und wie er gelebt hat. So, seine jungen Jahre. Ja. Bis er, und dann wissen ja schon. Ich glaube auch, dass Vegapunk mit der Nachricht eigentlich nur einen ganz großen Stein ins Rollen bringt für die Revus. Dass ganz viele dann halt zweifeln an der Welt und bla und sich dann auch diesen Flammkaiser Sabo haben die schon aufgegangen in der Stadt und so, dass sie sich dann alle auch mehr oder weniger noch der Weltregierung anschließen, der Revolutionsarmee gegen die Weltregierung. Ich glaube, das ist so ein Stein ins Rollen für diesen großen Revolutionskrieg, so gegen die Weltregierung und komplett alles, was Dragon all die Jahrzehnte auch, zusammengesammelt hat. Ich glaube auch, eigentlich muss nach diesen ganzen Dingen hier, muss diese Dragon Plotline echt heftig Fahrt aufnehmen. Jetzt muss ich nochmal komplett einen Schwenker machen, aber das muss jetzt sein. So, Freunde, pass auf. Ich habe eben gesehen, Emo-Reveal, okay? Folgendes. Spoiler für Dune 1 und Dune 2. Guck mal, in Dune, ja? In Dune, also erstmal Dune. OPC kann kurz Backseat nehmen, weil er Dune geschaut, er weiß Bescheid. Pass auf, also. Ja. In Dune gibt es diese komischen Hex-Familie oder so. Und da ist mir schon aufgefallen, da gibt es diese Silhouetten, die so wie ihm immer aussehen, so ein bisschen. Ah, aber das könnte Stretch sein. Ich würde sagen, dieser Paul hat schon so ein bisschen Königshaki-Vibes, ne? Ja. Und auf was ich hinaus will, also in Dune geht es ja im Grunde genommen richtig um, wie die Sage von einem Held negativ sein kann. Man merkt ja richtig, dass Paul in dem Film immer mehr abfällt, immer dunkler wird, immer herzloser wird. Und ich denke, ich habe Dune auch nicht gelesen und ich kenne auch keine Spoiler, aber ich denke, das wird darauf hinauslaufen, dass wir im dritten Film erfahren, dass Dune nicht der dass Paul nicht der Auserwählte ist. So, und jetzt komme ich zu dem, auf was ich hinaus möchte. Also ich denke schon, dass das sein wird, weil das ist diese typische, um es mal so auszudrücken, warum dieser Glaube an den Messias, ich will jetzt keine Religion bashen, versteht mich nicht falsch, aber warum das auch hinderlich sein kann oder negativ sein kann, darum geht's ja. Dass man, die Glorifizierung des Helden wird ja da quasi getackelt, ne? Mir ist aufgefallen, dass es hier, also es gibt einen Auserwählten und er denkt, er ist so der Auserwählte. Was ist denn, weil ich finde, was bei Kenny Roger. Pass auf, ich weiß, was anderes hinaus tatsächlich. Ich fand's interessant bei One Piece, dass man einmal diesen Imo hat, ich weiß nicht, wie sein voller Name war, über den einmal gesprochen worden ist, ne? Ja. Und du hast ja diese, Nerona, genau, und du hast ja Lily auch. Und ich hatte, als ich Dune geschaut hatte, so voll das Feeling, was ist denn, wenn Imo selbst denkt, er ist der Auserwählte, aber ist es gar nicht so. Also wenn es sowas gibt oder er war irgendwie eifersüchtig auf irgendeinen Status und hat sich dann gegriffen, irgendeinen Deal gemacht und so und dann diese Lily umgebracht. Irgendwie sowas. Weißt du, verstehst du ein bisschen, was ich hinaus möchte? Oder? Ja, safe. Ich glaube auch, dass das halt noch ein ganz wichtiger Part ist, ein ganz wichtiges Puzzleteil für noch die Vergangenheit, was in der Vergangenheit passiert ist. So dieses verlorene Jahrhundert. Ich glaube, da gibt es richtig so einen Königshaus-Plot, weißt du? Ja, das mit den Häusern das und so. Das hat sich so angefühlt ein bisschen. Ich finde, das könnte voll so in diese Richtung gehen. Ich denke, für allgemein One Piece hat voll von Dune ein paar Vibe-Dinger. Also ja, fühlt safe. Sich teilweise echt gefühlt. So an. Als ich Dune geguckt habe, beide Teile, fand ich auch so ein bisschen, habe ich es auch erkannt so. Gerade auch die Haki-Komponente. Ich bin gespannt, wie sehr dieser auserwählte Plot, oder auf Joy-Boy sogar, ne? Würde ja auch funktionieren, so auf Auserwählter. Hey, das ist sowieso, weißt du, was immer noch das Ding ist? In meinem Kopf ist noch nicht mal klar, dass, wie gesagt, Joy-Boy oder andersrum. Nee, das wäre nicht kein Plot, das wäre ein bisschen anders, Chat.
Ja, Sonnengott Nika. Ist Sonnengott Nika für dich Joyboy? Okay, das ist gut, das ist Interpretationssache. Also meinst du, es gab noch einen älteren Gott? Okay, einen Sonnengott Nika? Pass auf, ich sag dir mal, wie ich das immer wahrgenommen habe. Also, die Menschen lebten in voll schrecklichen Zeiten, okay, damals schon, ne? So, oder nachher ist es, das ist, keine Ahnung. Jedenfalls, viele Menschen haben den Glauben von Sonnengott Nika, von dem Befreier. Die haben einen Glauben, einen sehr starken Glauben daran. Und dieser starke Glaube wurde dann zu einer Teufelsfrucht. Und ich denke, diese Teufelsfrucht von damals wurde von einem Menschen gegessen, der dann die Leute befreit hat und den Namen Joy Boy bekommen hat. So denke ich, ist es aktuell. Aber das kann auch ganz anders sein. Ich denke, ja. Glaube wurde zu einer Frucht. Frucht wurde gegessen von einem Typen, von einem Menschen. Und dieser Mensch hat dann die Leute gerettet. Dann ist dieser Mensch gestorben. Und dann ganz viele Jahre später hat Ruffy die Teufelsfrucht gegessen und konnte sie auch erwachen. So. Ja, so in etwa. Also das Ding ist, wo ist der Anfang, weißt du? Wann ist die erste Teufelsfrucht entstanden oder so, weißt du so? Wo kam dieser Funken Magie in diese Welt rein? Ja gut, also gut, wenn du viele Fake-Leaks liest, so, das hatte ich durch das Iceberg-Video oder allgemein so Ideen, dann kommt das ja oft so, dass irgendeine andere Zivilisation auf die Welt kam und dann halt diese Wünsche der Träume zu Dings machen konnte. Aber das, ja, aber das wie ist auch haben interessant. Die das kanalisiert? Guck mal, überleg mal, du hast jetzt Ruffy im Gear 5, okay? Der hat den schnellen Herzschlag. Und der schnelle Herzschlag hat den Giganten erwacht. Und wir haben gesehen, dass sowieso Ruffy alles beeinflussen kann. Und wir haben Egghead, ist der gleiche Arc, wo darüber gesprochen wird, dass es eine Energiequelle gibt, die noch nicht ergründet ist. So, vielleicht waren die damals so weit, dass sie irgendwie die Gefühle der Menschen oder so als Energie nutzen konnten und so auch diese Früchte, weil wenn ganz viele Leute an etwas glauben, hat es genug Energie geliefert, um eine Frucht zu erschaffen. Aber da fehlt noch irgendwie so eine Art Teufelsfruchtbaum-Komponente mäßig. Also noch was Magisches extra. Das ist, Digga, keine Ahnung, wie das erklären wird. Mir fehlt der Ursprung der Magie so in der One Piece Welt. Wann, also okay, dass es Teufelsfrüchte gab und sowas, okay, aber kam das vom Weltall ein oder so? Also ich will es jetzt auch nicht, vielleicht muss man es auch nicht so logisch hinterfragen oder so im One Piece selbst, aber ich hoffe, wir erfahren das mal so. Also wir werden doch safe erfahren, es wurde auch so gesagt von Oda selbst in der FPS, dass wir mehr zu Teufelsfrüchten erfahren, wenn ein gewisser Gelehrter auftaucht. Und zuletzt hier in One Piece wurde Hakwati Sauro als Gelehrter betitelt von Boogie und Woogie. Da haben sie ja Vegapunk erkannt, das ist der Typ, über den der Gelehrte geredet hat. Und das meinte Oda genauso, der Gelehrte. Wann hat Ichiro Obi das gesagt mit dem, wir werden mehr erfahren? War das nach Vegapunk Ansprache zu Teufelsfrüchte oder davor? Das hat er richtig früh gesagt, das war so Ines Lobby-Zeit. Meinst du nicht, dass er das dann meinte? Weil von Vegapunk haben wir schon sehr viel erfahren mit den Träumen. Ja, okay, und was haben wir erfahren? Er hat einmal so was gesagt über diese Träume und Wünsche und so, ja. Ja, es war sehr kryptisch. Also es war quasi nicht so ein, hey Leute, das ist so und so, das war ein, es könnte ja so und so sein. So, und das mit dem Gelehrten, also ich will halt wirklich auch im Detail erfahren, wie ist das alles passiert so? Wünsche und Träume, okay, ja, das kann man sich schwer so wirklich realistisch vorstellen, wie das dann passiert ist. Ich will das erklärt haben, oder gab es einen Baum, oder... Ja, das wird doch safe auf Alien-Plot hinauslaufen, was soll ja, sonst sein? Ja, es muss ja, ne? Muss ja. Oder, das war auch bei AOT so ein Ding bei mir immer so. Wo ist der Ursprung so? Und dann war das letztendlich auch nur so ein Loch, weißt du? Ja, so. Aber ich sag mal so, bei AOT war das ja so, das ist jedenfalls meine Meinung, bei AOT war es wirklich scheißegal, was der Ursprung war, weil es ging nie um, also das hört sich zwar dumm an, aber es ging nie um die Titan. In Attack on Titan ging es nie um die Titan. So. An sich nicht, aber mein neugieriges Ich wollte immer genau wissen. Ja, nein, es hält mich, ich verstehe die Emotion, aber hier musst du schon, also hier, finde ich, kann er nicht sagen, ein Ding aus dem Weltall, Punkt. Das kann er nicht machen, bei AOT geht das, weil die Story war ganz, in so ein Loch gefallen. Ja, das geht hier nicht ganz so. Finde ich. Also hier muss man schon anders das angehen. Wir brauchen den Ursprung von Teufelsfrüchten. Und wie die dann auch verbreitet wurden. Also wir wissen jetzt, wie der unendliche Kreislauf ist, wenn einer stirbt, die Seele in der Frucht und bla. Aber das auch, warum ist das so, ne? Ja, wer hat das mit diesen Früchten definiert? So, dass das, deswegen denkt man ja auch, dass es der Ursprung auch in der Frucht ein Baum ist, ja. Ja. Ey, das ist so krass, man, so interessant auch, dieses Thema. Aber das kann man alles so einfach erklären, so, weil Menschen das Gefühl haben, dass sie eine Kraft bekommen, wenn sie was essen. Das ist so ein menschlicher Gedanke. So, das zählt bei mir nicht so. Okay, wenn es Joy Boy gab, so wir wissen ja, Ruffy kann in Gear 5 jetzt wie jetzt diesen Schläger oder diesen Eimer Farbe, so den kann er aus dem Nichts erzeugen oder eine Sonnenbrille aus den Haaren oder so einen Scheiß. So, und deswegen diese Kraft erklärt das. Die Kraft erklärt, dass man mit dieser Frucht vielleicht andere Früchte kreieren kann. Das ist aber wieder schwierig, Thema Manga, ne? Manga, also gerade der Manga hier, der hatte immer diese Schwelle von Logik und einfach nur Gag. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich einfach so klassifiziere, das ist einfach nur Gag. So, das sollte man gar nicht zu ernst nehmen.
Also ich die freieste Kraft. Man kann mit der alles machen. Und ich glaube, das wird auch noch weiter geritten, dieses Freiheit-Ding, so, dass man alles damit machen kann, erzeugen kann. Meinst du nicht, das war der Grund, dass Früchte in, also dass Kräfte in oder Träume in Kräfte über umgewandelt wurden? Ja, klar, kann schon sein. Also gerade wenn du überlegst, wie Tolltrüte so funktionieren, dass sie die ganze Umgebung beeinflussen können, kann man das schon. Mhm. Also starke Träume der Menschen mit der Frucht in Kombination kann man schon machen. Oder mit, sagen wir es anders, mit dem Wesen, was Joyboys Kräfte hatte, bevor die Frucht gegessen wurde. Ja, aber wo kam die Frucht dann her oder die Kraft von Joyboy? So, dann mussten sie, also wenn es eine Kraft, wenn es ein Wesen gab, was Joyboys Kraft hatte, ohne eine Frucht gegessen zu haben, dann muss es Außerirdische sein. Ja. Geht nicht anders. Oder übernatürliche Gottheit. So, also eine allgemeine Gottheit, aber das wäre irgendwie quatschig. Aber dann ist da wieder, wie erklärst du, ja. Wie erklärst du das, ja? Ja. Aber zum Glück müssen wir das nicht erklären. Mega, zum Glück, Alter. Es ist echt, wir sind gerade in so einer Phase, wo One Piece ist alles geil, aber du kannst echt vieles nicht so richtig zurückführen, weil dir fehlt so dieser eine große Flashback. Auch ey, wie frech war das bei God Valley so? Der geilste Part kommt und dann wird so ein kleiner Sprung gemacht so und dann wieder weg von God Valley. Bei God Valley war ich gottlos, da war ich, Digga, war ich echt sauer. Das ist echt hart, so. Mann. Wir sehen die Fraktion ankommen, alles, da sind Früchte so, die krassesten Früchte in der One Piece Welt liegen da frei rum. Ja, und das ist immer so die Sache, wenn ich mir so überlege, wir sind jetzt auf Egghead, das geht schon viel länger, als wir denken. Und dann gibt's so viele Sachen, Digga, ich denke immer so, ja, noch 6 Jahre, aber dann, wenn man so überlegt, Alter, es geht noch 7, 8 Jahre oder so. So, wie will er das alles machen? God Valley. Ja. Roger Zebek, das muss ich sehen. Oder? Beste Möglichkeit. Toonimation, bitte macht es einfach. Pass auf. Gib mir ein 2 Chapter-Ding. God Valley Vorfall, okay? Roger ballert mit Garp, mit Zebek, bla bla bla. So, 2 Chapter, fertig, finito. Und gib mir dann einen Film, wo ich es extended sehe. Gib mir das, Bro, bitte. Gib mir das. Junge, ja, Jan, imagine. Klar. One Piece God Valley. Das auf dem Poster. Vorbei, da gehen alle rein. Dann noch neue Berserk-Anime und was wollen wir noch alles? Ey, die hätten so Eier, wenn die das machen würden, ne? Ein Film komplett ohne Ruffy. Wie krass wäre das? Ja, ist so, ne? Diese Reklamation, immer diese. Film Red, weißt du so, dass das alleine, das war auch so ein Erfolg eigentlich, ne? Das war ein Riesenerfolg. Digga, Ado ist ein Megastar geworden, das ist geisteskrank, die Sängerin für Uta. Die spielen die Songs immer noch, die verkaufen immer noch Uta, das war ein kompletter Geniestreich, auch wenn das viele nicht gefühlt haben. Und ich sag ja auch, Film Red war echt nicht spannend, so. Ja, so vom Plot safe, bin ich dabei. Leider echt, also Stampede hat mich komplett rausgeschossen. Ich dachte mir, oh mein Gott, das ist alles, was ich jemals sehen wollte. Und Film Red war so, oh, okay, I don't know, man. Ey, One Piece Film. Ah ne, Film Gold gab's ja schon. Aber so mit Roger nochmal. Film Gold, Alter. Ja, dann gib mir Film Copper. Ach, Digga, Films. Gib mir Film den One Piece. Copper. Scoppy, Alter, nein. Origin of Scopper, ey. Scops. Digga, okay, Scops wird auch so krass werden. Ich muss dich jetzt erstmal fragen, wie glaubst du, geht das Ganze jetzt hier weiter auf Egghead Island? Okay, also mein Wilder Take vor ein paar Wochen ist schon mal tot, also mit dem Kampf. Das ist also eine. Mit Final Battle hier jetzt all out. Also eine krankere Aufbruchstimmung kannst du ja gar nicht haben. Die werden fliehen, ja, nur die Frage ist, wie sollen die denn fliehen? Weil du sagst ja, der geisteskranke Glatzen-OP ist ja da. So, die können gar nicht fliehen, aber die werden fliehen. Ja, also guck mal, was eigentlich hier zum Problem gemacht wird am Ende, sind ja erstmal die Vize-Admirale. Aber die sind ja erstmal. Also, sind die ein Problem? Wer ist da? Okay, Sanji ist noch nicht ganz da. Wir haben diese. Mach mal nochmal diese Insel, diese Chibi-Zeichnung an. Da sieht man nochmal ganz gut so, welche Gruppe wo ist, weil die könnten jetzt. Die Vize-Admirale sind, glaube ich, gerade ein bisschen. Sind gerade ziemlich gefährlich so für die Gruppe. Bro, aber als ob Frankie es nicht mit denen aufnehmen kann. Ja, also bei aller Liebe. Ich traue dem das nicht zu. Guck mal da, Vegapunks Augen. Frankie hat im letzten Akt Big Mom in die Fresse geschlagen, der schafft das. So, guck mal, Glatzen-OP kommt angeritten. Das wird ein Clash zwischen ihm und Zorro. Bitte nur ein Clash. Einmal kurz, dass Zorro so zittert und es nicht statthalten kann und dann sieht, oh mein Gott, der hat auch einen Kitetsu, der das ist der ersten Generation oder so, weißt du, weil das ist der zweiten Generation bei auf Wano, deswegen muss er eigentlich checken, okay, dass das der ersten, der Opa hat's. Einmal dieses Panel, Digga, bitte gib mir das einmal oder so und dann, Ahnung, an sich. Ich muss auch sagen, off-topic des Todes, aber ich muss sagen, jetzt wo Egghead bald vorbeigeht, schon ein bisschen schade, dass Smokey nicht gespielt worden ist hier. Ja, also wo ist Smoker? Tashigi wurde sogar gezeigt und alles so, aber wo ist Smoker? Meinst du, ist mal ganz ehrlich gesagt, ohne Quatsch, glaubst du, da wird was gekocht mit dem? Ja, safe. Digga. Der wird noch wichtiger allgemein so.
Digga, ein Smoky Comeback, dass er wichtig wird, das wäre geisteskrank, Alter. Aber in welcher Form so? Wird er dann noch überhaupt bei der Marine sein? So hat eh schon immer sein eigenes Ding gemacht, so. Oh, weiß ich auch nicht. Also stärkemäßig auch, wie der drauf ist. Der muss dieses andere Vegapunk-Upgrade bekommen. Ja, aber wo ist das jetzt hier? Das glaube ich auch. Der war auch nicht auf dieser G14-Basis da, die hier Smoker neben ist. Smoker bei Dragon, so. Smoker in Impel Down. Alter, das wär's auch. Wo ist der mit seiner Truppe gerade? Das würde mich echt mal interessieren, ey. Smoker steuert den Robo. Das ist schade, ne? Ich habe voll mit gerechnet, dass Smoky hier was macht. Safe, ich war mir sicher. Der wollte ja zu Vegapunk so. Und die Basis ist auch, wir haben sogar die Kinder von Punk Hazard ja auch schon gesehen. Ja, nur aber das ist auch wieder interessant. Nur Smoky nicht. Alles gesehen, nur ihn nicht. Ja. Boah, Smoky gegen Kusan wäre auch geil. Ja, okay, ey. Digga. Geisteskrank, dann würde ich sagen. Also sie brechen auf, sagst du? Sie brechen auf, ja. Ja, ich glaube auch. Aber keine Ahnung, wie die da alle ablenken sollen und wie die alle gehen lassen, das weiß ich nicht. Da habe ich kein die Strohhüte sind ja bald alle schon da am Schiff vereint. Ja, und dann trotzdem. Die Ghost Hays aufhalten können sie ja, nur nicht besiegen, so, weil die halt unter. Aber wenn die sagen so, ich möchte Ruffy aus der Geschichte ausradieren und die ganzen Scheiße, und dann lassen die einfach gehen, das ist schon komisch. Ja, ich weiß nicht, wenn der antike Riese, könnte dieser X-Faktor sein. Aber was soll er schon machen? Ja, genau das denkt man sich eigentlich so. Das ist so ein Metallriese, da weiß ich nicht. Da kommt der Wurmeimer und fixiert den auf dem Boden oder weißt du so. Aber am Ende ist der einfach überkrass so. Ist schnell, ist überstark und unzerstörbar und Haki, keine Wirkung oder irgendwie sowas, weißt du so. Ja. Der wird schon krass sein. Es wurde auch gesagt, wie gesagt, wenn der auftaucht, dass es dann eine Zerstörung mit sich bringt und dass die Weltregierung nicht weiß, dass er da ist. Das ist ja nochmal dieser Überraschungseffekt, der jetzt überkrass wird. Wenn die Goroseis den sehen. Weil für die ist das wahrscheinlich so der Feind der alten Zeit. Das, was ihnen. Das Schlimmste, so, was passieren kann, dieser antike Roboter. Aber ein 3-Week. Digga, 3 Wochen Dings ist auch irgendwie respektlos. 3 Wochen Break. Ja, aber die 3 Wochen Break sind stille Treppe, Toriyama-Trauer. Nee, ich meine nicht von, dass es jetzt irgendwie ist, dass es macht, sondern als Leser ist es hart, Digga. Ja, das ist hart, ich weiß, Digga. Das ist richtig schlimm. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Alter. Das ist so schlimm. Einen Monat fast hier warten, bis ich die Spoiler kriege. Ey, es ist so scheiße. Wir sind ein paar Chapter nur noch entfernt von der Nachricht von Vegapunk, vom den Namen des verlorenen Königreichs. Ja, oder dem Treffen von Shanks und Ruffy auf Elban. Wir sind so knapp davor, bitte. Guck mal. Ey, und jetzt immer so lange Pause, ey. Warum sagt er eigentlich, es tut mir leid, Joyboy? Ja, das ist auch so. Warum? Warum tut es ihm leid? Vor 200 Jahren hat er das angegriffen. Vielleicht sollte er das nicht angreifen. Vielleicht wollte Joyboy gar nicht, dass er für Zerstörung und Trauer oder Leid sorgt. Oh, er hat es aber getan, das oder weißt du so? Könnte sein, ja. Und er ist jetzt wieder wach und checkt das so. Ja, das könnte sein. Weil er hört ja jetzt den Herzschlag von Joyboy, genau wie Sonisha. Deswegen entschuldigt er sich direkt, weil er die Chance einmal kriegt. Er hört ihn, er ist da. Er hört ja Ruffys Herzschlag. Ja. Deswegen entschuldigt er sich direkt bei Ruffy. Wovon Ruffy natürlich keine Ahnung hat, aber das ist so geil. Es ist so crazy. Ich hab einfach Bock. Okay, meine Damen und Herren, 3 Wochen Pause, dann sehen wir uns wieder. Bei OPT gibt's vorher Spoiler, checkt den Kanal auf jeden Fall ab, ihr wisst Bescheid. OPT, ich danke dir für deine Zeit. Und mach's gut, ciao, ciao. Yep, tschüss. So, Freunde, Däumchen da lassen, Abo da lassen, danke nochmal Chat hier am Start. Ihr wisst Bescheid, Sonntag, Ruffy TV, Twitch, One Piece Kapitel Rhinos. Digga, geisteskrank, ehrlich.